Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welche Sprache mein Typ spricht. Okay, Deutsch. Harald, die Mod ist nutzbar jetzt. Okay. Auf 06 Beta. Inklusive Anzeigen der Nachlass des Gegners, der auf dich geschossen hat. Finde ich nach wie vor unfair. Ja, kannst du ausschalten. Außerdem zeigt der Mod dir eh nicht an, was für Skills der andere drauf hat. Jo. Also ist das dann wieder etwas abgeschwächt. Wenn du es so willst. Ja, und deswegen lasse ich mir lieber gar keine Zahl anzeigen, als eine Zahl, wo ich mich dann drauf verlasse, aber dann am Ende angeschissen bin. Ja, V1S hat mich getroffen mit 16 Sekunden Nachladezeit, sagt er. Mit Waffenbrüder und Ansätze 13,2. Das ist dann schon ein erheblicher Unterschied. Ja. Aber ich habe das halt einfach nicht ausgeschaltet bisher. Was ist das für ein Mod? Wie heißt das? Damage Announcer ist gerade frisch. Habe ich letztens zufällig im Forum gesehen. Aha. Da kam er draus. Ich kann gleich gerne den Link schicken. Gerne, ja. Der zeigt... Au! Oh! Also der zeigt an, wer dich trifft, mit welcher Nachladezeit durchschnittlich und mit wie viel Schaden. Auch wenn du nicht, wenn der nicht gesichtet wurde, so rum. Ja. Kannst du trotzdem sehen, wer dich getroffen hat und welcher Panzer mit welcher Nachladezeit ungefähr. Mhm. Und wenn sich Verbündete anschießen, wird das sofort ans ganze Team geschrieben, wer dich für wie viel Schaden angeschossen hat. Okay. Zumindest in der Theorie. Ich glaube, im Zug klappt das nicht. So, hab's bei TeamSpeak gesendet. Super, danke. Ja, dann einfach auf Download Beta. Weil 05 hat Probleme mit den nationalen Stimmen. Dann sprechen auf einmal alle Russisch. Auch die Deutschen. Und die Russen, die sprechen auch Russisch. So, dann hast du jetzt Zeit, die Mod runterzuladen, was ganz schnell geht. Genau. Und einzufügen. Das mal noch. Beta, sagst du, ja? Ja.
Wo zeigt der das an? Im Chat. Alles klar. Aber in der Schriftfarbe weiß, also nicht mit den anderen kombiniert dann. Mhm. Das nochmal kurz neu, ja? Ja. Wir haben gewonnen. Über. Panzerfahren. Ja, mir ist es egal momentan. Ja, mir, ja, Happys, irgendwas, also bei irgendwas zwischen 6 und 9. Würde ich vorschlagen. Zwischen 6 und 9, ja. Da gibt's ja gut was. Und wo gibt's gerade extra Geld bei welchen Panzern? Oder sie? In die Heavy sind ja immer noch die. Sonst gibt's glaube ich nichts, oder? Mmh. Ja, doch, mit dem VK 450. Dein AT8 gibt Bremen, also nein, nee, es gibt nur Erfahrung. Ja. Ja, VKs vor der Maus geben mehr Geld. Na. Und die Maus selber. Stimmt. Darf ich Maus fahren? Jo. Ist mir egal, ich brauche noch 12.500 Erfahrung, da habe ich mein Tagpremium. Dann sind hohe Klassen ja sowieso gut. Jo. Auf höheren Tiers gibt es auch mehr Erfahrung, ne? Ja. Genau das. Mhm. Natürlich wäre es noch geil, wenn ich noch eine Stadtkarte bekommen würde. Aber das will das Spiel ja nicht. So kriege ich immer noch mehr Erfahrungen sozusagen für mich selbst im Umgang mit der Maus. Mhm. Weil es schon schwer zu spielen, das Ding. Was natürlich jetzt auch geil wäre, wenn die dich jetzt ohne Grund melden, dass die dann eine Strafe kriegen. Wo fahrt ihr hin? Ich wollte hinten in den Berg hoch. Okay. Jo, die Seite ist immer chronisch unterbesetzt. Dann überbesetzen wir die mal, oder? Machen wir das. Ah, ich fahr irgendwo durch die City. Ich glaube, da den Berg hoch, das ist nichts, ne? Nee.
und fahr halt den Flussbeet noch. Ja. Ich fahr hier einfach an der Stadt lang. Wurde gesichtet, bestimmt. Brauchst du extra Sinn? Ja, ich weiß, dazu brauch ich noch ein bisschen Erfahrung. Ding. Erster Abpraller bei mir. Also sechster Sinn, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mal auf dem ersten Panzer hatte. Und seitdem bin ich da so begeistert von. Das ist bei mir Skill Nummer 1 beim Kommandanten. Ja, genau. Also ich mache erst Mentor und dann lerne ich immer um, weil... Ja, es kommt natürlich drauf an, welchen Panzer man das lernt. Ja. E92. Bei einem Panzer, wo jetzt zum Beispiel zwei Besatzungsmitglieder drin sind, macht Mentor nicht so viel Sinn. Das stimmt. Ja. Das Dingens hat mich getroffen, T92, und Nachladezeit 53 Sekunden. Bin leicht umzingelt. Das war keine ganz so gute Idee, was ich hier gemacht habe. Wir schießen schon drauf, aber wir haben auch Nachladezeit. Ja. Ich versuche jetzt mit Rammen nach hinten und Schießen nach vorne zu erledigen. Okay, das klappt nicht so ganz. Den habe ich noch. Aua. Die wollten mich unbedingt umbringen, habe ich das Gefühl gehabt. Die war ein bisschen aggro, ja.
Und ist der E75 gut? Ich bin mit der E75 sehr zufrieden. Das ist ein solider Tank. Also die, die ist nicht furchtbar imbalanced, aber ist ein solider, guter Tank. Also okay. Oberes Mittelfeld. Ja, ich hab ihn noch nicht. Ich bin erst beim Tier 2. Hallo. E75 ist deutlich besser als der Tier 2. Ja, ich hab die Tiger 2 nicht mal komplett ausgebaut. So weit bin ich noch nicht. Also man muss schon sehr drauf aufpassen, dass man die vernünftig engelt und so. Ja. Also genau, also anwinkeln ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die halt von vorne doch. Du kannst mit mir auch Englisch sprechen. Ich kann Englisch, kein Problem. Ich versuche immer nicht so viel, ich finde das blöd. Ja, kenne ich, aber besonders beim Spielen, da kommt das ganz schnell wieder raus. Genau. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass die deutsche Sprache so behalten wird, wie es sich gehört. Bis auf die paar Flexibilitäten, die braucht. Genau. Ja, also man muss sie auf jeden Fall sehr stark anwinkeln, wenn man da mal was falsch macht, das verzeiht einem niemand. Also da hast du... Genau, aber die DPS sind super und... Mit der Maus einen Schaden, einen Sichtungsschaden von 2444 hat schon was. Das ist gut, ja. Ich hab 24 Treffer eingesteckt. Wieso nun? Bring's erstmal fertig, mit dem Talk den Aufklärer zu kriegen. Dann reden wir weiter. Das hat Suri geschafft. Ja, hat er geschafft. Ich war in dem Match dabei. Das war ein Kompanie-Match. Ja. Und die sind auf Steppen Begegnungsgefecht. Ja, und die sind über Steppen einfach alle drüber gerascht, über den Weg, gerade als der Talk da drüber rollte. Mhm. Ding, 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 alle gesichtet. Super. Und musste man das mal hinkriegen. Ja. Vergiss nicht, du hast noch eine Herausforderung bekommen von einem. Mach das mit dem T95. Ja. Dauert eine Weile. Okay, ich war bester bei uns im Team. Wie auch immer. Ja, durch den Sichtungsschaden. Genau. Ja, wahrscheinlich. Aber zu Recht, ich meine, das war ja auch so, dass das erstmal auch. Du bist zwar gestorben, das hat ja auch erstmal Auftritt gegeben, ne? Wie bitte? Wir haben es ja danach verbockt, nachdem du tot warst. Ja. Maus, 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 Maus. Hast du Maus? Warte, dann. Nee. Geht auf der ja. Trotzdem nochmal, Moment, ich hatte mich da. Fahre ich auch mit Binos? Obwohl. Ja gut, da mach ich jetzt bereit und kann's losgehen. Dann baue ich gleich mein Dingens da oben. Was baust du um? Meine Besatzung, dann tue ich die aus der Maus in den Löwen und fahre halt bei Achtern mit. Ja, okay. Ja, können wir auch machen. Konstante Achterin. Ja. Dann krieg ich nämlich auch gut Geld. Und lohnt ja gerade eh, ne? Dann kann ich mir bald den Aufklärungspanzer holen. Ja. Vor in einem Match mit dem VK2801. Danach muss ich einen Screenshot machen. Ich hatte 6 Kills, Krieger, Panzer, Überlegenheitsabzeichen, Klasse M und hab dann einen Screenshot gemacht und in das Forum unseres Clans geschrieben. Hab ich das mit dem Scouten jetzt falsch verstanden? So, wo lang? Welche Stadt hast du gesagt? Ja? Ja? Jetzt ein Spiel. Egal, fahrt durch die Stadt. Das ist gut mit Maus. Ich fahr links lang, sonst nur einer. Jo. Ich hab noch den Porsche-Turm hier drauf. Sorry fürs Anrutschen sozusagen.
Au. 11,3 nach, Sekunden Nachfahrzeit beim IS-3. Wieso komm ich da nicht durch? Weil es ein IS-3 ist. Deswegen habe ich auch Fleisch gepflanzt. Das ist... Naja, du hast ja nur zwei Sweetspots bei den IS-3. Wie bitte? Die IS-3 hat nur vorne zwei relativ schmale Weakspots. Das sind so zwei Streifen. Geht eigentlich. Der IS-3 ist ziemlich leicht zu durchdringen, wenn man weiß wie. Nämlich da. Ja, genau. Aber man muss auch einen richtigen Winkel machen, ansonsten kommt man da nicht durch. Ja. Steht denn der drin? Meine Richtschützen haben echt gesoffen. Der ist ein Russen, ne? Ja. Wir haben doch... Haben die Russen in ihren Panzern für die Besatzung nicht automatische Wodka-Einspritzung? Ja, doch. Ich kann ohne gar nicht los. Der Tiger 2 dürfte getroffen worden sein. Jetzt trifft er ihn. Was? Das kann mich umfahren? So, bei dem Schaden des Tiger 2 würde ich sagen, ich habe den getroffen. Ich glaube, ich habe ihn sogar in Brand gesteckt, so wie es aussieht. Er hat eine Nachhaltigkeit von 10,4 Sekunden und ich eine von 6,4. Von unten durch den Panzer schießen hat auch immer was. Oh nein, bergauf mit beschädigtem Motor mit 70 Tonnen. Ein Hoch auf den Tempomat. Der ist super, ne? Ja. Ja. Guck dir das doch mal an. Unglaublich. Am Anfang habe ich den total ungern genutzt. Jetzt weiß ich, was ich an dem hab. Treffer.
Bei der Geschwindigkeit kann man auch mal aus voller Fahrt feuern. Tok-Style. Ja. Ja gut, jetzt bin ich schneller als Tok. Jetzt bin ich aber noch langsamer als Maus. Ich find's immer noch geil, dass die Maus rückwärts schneller ist als der Tok vorwärts. Ne, im Tiger 2 habe ich leider nicht das Ding kaputt geschossen. Ich muss kurz die Besatzung umsetzen von der Maus in Löwe. Den nächsten Tag auf jeden Fall mehr T40 fahren. Wieso? Weil ich schon fast die 25.000 für die Hellcat zusammen habe, aber noch nicht die 200 Gefechte auf dem T40. Mhm. Warum ist so eine kleine Verrücktheit von mir? Warum brauchst du 200 Gefechte? Guck mal in seinen. Guck mal, was der so mit seinen Panzern bisher angestellt hat. Ich guck mal. Tier 1 und 2 fahre ich 100 Mal. Ja. Tier 3 und 4 200 Mal. Tier 5 und 6 300 Mal und so weiter. Ah, okay. Das einfach hat den Sinn dahinter, dass ich eine gescheite Besatzung zusammenkriege. Und das sind dann auch gerade Zahlen, wo man dann wirklich sagen kann, die Statistik ist aussagekräftig. Mhm. Warum habe ich keinen Gunrammer in dem Löwen? Das fällt mir ja gerade erst auf. Naja, egal, bleibt jetzt erstmal nicht. Bleibt jetzt erstmal draußen. Erst kommt der Aufklärungspanther und danach wird an dem weitergebaut. Aber es ist schon cool, dass ich jetzt noch einen habe hier im Zug, der laut XVM die gleich vielen Gefechte hat. Ja? T25-2, als ob ich an Seite fahre mit meinem Schwergewicht. Manchmal bin ich eigen, wenn mir einer die Vorfahrt nehmen will. Dann drück ich den einfach an Seite. Besonders wenn ich weiß, dass ich viel Gewicht habe. Wie bei dem hier. Oder der Maus. Meine schwersten Panzer. Och nö, ein T95, ich will hinter dem sein, nicht vor dem. Was, die Amata und...
War ja klar, dass ich den 495 wieder abkriege. Und hast du die Mod schon bemerkt, die ich dir gegeben habe? Ja. Nett, oder? Ah, nicht die für die Sterne. Fuck. Das scheint keine Gefahr für mich, also, naja. Wohin guckt der T95 gerade? Kann das einer sagen? Zu mir. Gut. Jetzt geht er zu dir rüber. Hab ihm die Kette zerlegt. Fuck, ich hab ihn noch probiert. Auf die Kette und dran vorbei. Ansonsten kommst du da eh nicht durch. Nicht großartig. Ja, ja. Aber dran vorbei würde ich jetzt nicht. Da sind zu viele Gegner. Sieht witzig aus, wie du die Kanone einfach die ganze Zeit hochstreckst. Ja, tu ich das? Ja. Ach, scheiße, der guckt ja in meine Richtung. Ja. Hatte er. Sehr gut. Sehr gut, ja. Übrigens, die Heckpanzerung bei dem ist nur 55 mm. Da komme ich mit Glück sogar mit dem Leichtrichter durch. Sollen wir das ausprobieren? Hast du so einen? Nein, aber du kannst einen Leichttraktor. Ja. Klar. So lange aber hey, bis du ihn infiziert hast. Dann kriege ich wenigstens die Reports zusammen. Ja. Wie sicher, wa? Oh ja. Auch ganz gut. Das wird gleich wieder so ein schöner Shitstorm bei denen. Denk dran, komm in den Kreis. Ja, erst in den Kreis und danach kann ich agieren. Ich weiß noch, fahr in den Kreis und dann Begegnungsgefällt. Es wird schwierig in den Kreis zu kommen. Und, beschweren die sich schon? Nein, noch nicht. Ich bin Scout. Oh mein Gott. Du stehst wenigstens im Kreis. Ja.
Ich bin ein grünen Typ. Der hat komisch angeguckt. Ich will hier nicht raus, weil hier noch Kollegen in der Nähe sind, die mich komisch angucken. Da bleibst du lang drin. Ich halt schon mal auf Goldmuni, damit ich wirklich irgendwo durchkomme. Ich schieß einfach auf die Kette. Das ist super. Jetzt raus aus dem Kreis. Ach, Moment, so kann ich auch auf die Mod testen von wegen Team Damage. Nicht ganz. Warum? Wenn du da einen Schuss abkriegst, bist du sowieso tot. Ja, aber es wird dann trotzdem angezeigt. Stimmt. Oh, das ist eine Zielgenauigkeit, die ist ja echt geil. Aber hey, mir wird angezeigt, dass ich beim E75 durch um die Luke durchkomme. Lol. Mit Goldmann. Aber komisch, das hat noch keiner eine Beschwerde gegeben. Stimmt. Miep miep. Er ging nicht durch. Ich glaube, ich wurde gesehen. Jo. Dass er auf dich schießt, ist ja unfassbar. Wir hatten das schon. Ich bin mit der Maus reingegangen. Harald und noch jemand mit einem Leichttraktor. Und Harald hat von der damals Stufe 8 AT, also höchste AT, eine verpasst bekommen. Badget. Ja. Unfassbar. Das war ungefähr so, dass man die Teile auf den nächsten drei Karten noch finden konnte.
Hast du mich als... Moment, ich bin gerade wieder reingekommen. Hast du mich gerade als Schutzschild benutzt? Ja. Na gut, habe ich bei dir auch gemacht, dass du den MS-1 genutzt hast und nicht mit der Maus. Genau. Kann man den MS-1 für eine Maus als Schutzschild benutzen? Nein. Doch, die Maus hat vorne eine Schwachstelle und der passt da genau vor. Ach, tatsächlich. Super. Ich hab leider Minusgeschäft gemacht, ich hab zu viel Goldmoney verbraten. Da ihn auch mal. Ja. Oh! E100, E100! Wenn ich durch den Turtles durch die Front komme, bin ich gut. Und ein Hacker. Mach den Kreis mit dir. Ja! Drin! Was hat es mit dem Kreis auf sich? Wenn ich da drin gekillt werde, ist der, der Kollege, der mich killt, sofort blau. Da wurde abgeschossen. Wenn er zurückschießt und mich dadurch killt, ist er gebannt. Dann haben wir im Forum den nächsten Heultweet. Ja. Warum haben wir einen Stufe 10er, der dort rumsteht? Ah, der T57, der hat die Maus auf jeden Fall bewegt. Au! Hä? Wo war die Turtles? Ich war noch im Kreis. Aber es war ein feindlicher... Dort heißt er mich erledigt hat. Aber ja, wo die Arme vorgefahren hat, wahrscheinlich gespottet. Ja, nur wo war das Ding? Kann ja eigentlich nur irgendwo oben drauf sein. Ach, diese schlechte Pen von der Gun ist einfach nur was? Zum Kotzen. Die Gun pennt halt nicht mit, ne? Ich hab mal eins zur Freundesliste hinzugefügt. Was? Den Turtles? Nein. Ich? Ah ja. Ich hab auch. Du nimmst auch jeden auf. Nein. Ich hab letztens einen in zur Freundesliste hinzugefügt, der ist bestimmt nicht mein Freund. Man hatte mich, als ich den Wolverine mit der 10.5er drauf hatte, hat mich ein verbündeter M4A1 ins Heck geschossen und sich dann vor mich gestellt, um irgendwo hin zu snipen. Er schoss mir ins Heck, ich schoss ihm ins Heck. Ich hatte die 10.5er, er war danach weg.
er hat sich beschwert wie sonst was und dass er gesagt, dass er jedes Mal, wenn er mich oder einen aus unserem Clan sofort beschießen wird. Okay. Der wurde übrigens auch von unserer Arti zurechtgewiesen, weil der ja zuerst geschossen hatte. Und was habe ich gemacht? Ihn zur Freundesliste hinzugefügt. Ich hab ihn noch nie mal gesehen. Oh ja. Aber bei dir passt gut ab. Erstmal. Eieiei, 2 E100. Und nö? Aber wird man nicht immer gefleckt, wenn man jemanden abschießt, oder? Was? Nur im Kreis, weil das... Ich dachte, das ist immer. Kommt darauf an, wie viel Schaden du machst. Okay. Also, und nö, ja, Man hat praktisch ein Schadenskonto. Und da wird aufgerechnet, wie viel Schaden du selbst verursacht hast und wie viel Teamschaden du machst. Okay. Erst wenn man einen gewissen Wert überschreitet, wird man blau. Wenn man jetzt allerdings einen im Cap-Kreis abschießt, wird das sofort blau. Das ist egal, ob der im Verbündeten oder im Feindlichen ist, glaube ich, weil wenn man den Feindlichen einen abschießt, nur um die Eroberungspunkte zu kriegen, ja. Dann, blau. Ja. Genau. Ja, zu Recht. Wir sollten das trotzdem wieder verschärfen. Wie es am Anfang des Patches war. Ja, hatte mal einen Tag mal Ruhe vor diesen ganzen Idioten. Ja, die waren alle um 10 Uhr schon gesperrt. Ja. Die haben ja das dann irgendwie wieder, die hatten es schärfer gemacht und dann wieder zurückgenommen, ne? Ja, genau, weil anscheinend zu viele rumgeheult haben, dass sie doch gebannt wurden. Ja, ja. Ich hatte das so, einer aus dem Clan wurde von einem genervt, weil der den immer an Seite geschummert. Der aus meinem Clan, der war Artillerie und hat dann gemeint, den schieße ich gleich ab. Der hatte so viel Panzerung der andere, dass der den dreimal treffen musste. Ich sag so, weil ich mit der Maus dann dahin gefahren bin, nein, mach das nicht, du wirst gesperrt, ich schieb den jetzt weg. Nein, ich mach das jetzt. Nein, du wirst gesperrt. Wird deswegen noch nie gesperrt. Bam, war er sofort gesperrt. Ja. Wenn ich hören will. Und ich find's doof, dass sie sich an den Tok gewöhnt haben. Immer als man sonst damit reingehen kam, Tok, Tok, Tok oder so. Ja. Einer hat sich mal abfällig drüber beschwert, oder geäußert über den Tok, als wir auf Perlenfluss waren. Okay, ich werd doof angeguckt. Den haben wir dann unter der südlichen Brücke eingeschlossen. Beziehungsweise Mark hat es gemacht. Wurde angeschossen von dem Kollegen Wolverine. Hast du ihn dann geschossen? Ja, zweimal. Wenn er mich nochmal anschießt, stirbt er. Zuletzt habe ich aus Versehen jemanden angeschossen. Die Hellcat genau zwischen Wolverine und mich statt. Das war sehr unglücklich. Es ist einfach gelaufen. Und danach hat er irgendwie Gesicht umgedreht. Also ich hatte schon sorry geschrieben, aber der hat irgendwie nicht gecheckt. Dann hat er sich umgedreht und hat jemand anderen erschossen. Und dann haben andere wieder den erschossen. Und das war einfach... Ach ja, das war herrlich. War einfach so cool, weil ich noch sah, wie dem sein Schuss
wie der sich umdreht. Ich dachte, oh nein, jetzt schießt er gleich auf mich. Ich hab den die ganze Zeit im Fadenkreuz. Wenn er nochmal irgendwas macht, stirbt er. Der hat Glück gehabt, dass der eine Schuss gerade eben abgeprallt ist. Aber es mit dem Team Damage Announcen, das klappt irgendwie nicht. Sonst hätte das gerade eben schon gewesen. Er ging voll durch ihre Panzerung. Den haben wir abgefackelt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gesichtet. Okay, das sieht auf dem Damage Panel sehr gut aus. 12:08, 12:18, 90, 12:18, 344, 12:19, 116. Cool ist der Wolverine hinter mir, hat den Schaden nur von mir, weil er sich mit mir angelegt hat. Normalerweise wäre der tot, nur irgendwie hat das nicht so schnell geklappt. Au. Da flog noch was von der Seite. Mhm. Links sind noch zwei KV1 im Shirtbereich. Repariert. Ich werde nicht mehr vorfahren. Jetzt wird's weg. Kann aber noch ein bisschen Schaden machen. Ich muss mal kurz in meine Dingens gucken, in die Config-Datei, weil irgendwie kommt's dort nicht so wie geplant. Das funktioniert irgendwie nicht so. Naja. Egal. Go from me and I feel that I shall stand henceforward in thy shadow. Kommst du aus dem Match raus? Ja, klar. Along upon the treasure of my door. Kein Traktor mehr. Ja, doch, kann ich machen. Nichts zu tun. Hatten wir gewonnen oder verloren? Ah, verloren. Aber hey, ich hab Plus gemacht an Geld. Weil ich keinen Schuss abgegeben hab. Mit dem Goldtraktor oder was? Ja, aber hey, ich bin besser als. Ich bin so gut wie ein verbündeter IS-8. Und wieso hab ich einen Schaden bekommen? Weil du aus dem Platoon raus bist. Oh, falsch geklickt. Ach ja, ich hab anstatt auf den Button da rechts, auf den da links geklickt. Die sehen auch so gleich aus. Jupp. Ich hab gleich auch mal Lust, meine Rennart wieder zu nehmen. Wart noch kurz. Oh, das dauert noch. Aber das ist ein Match mit dem Leichtstraktor, ist das dann? Ja,
Jede Seite hat genau einen Zehner. Boah, die Ladezeit ist gerade irgendwie lang. Ah, Wellenkreis! Und renn! Ah, bevor irgendeiner nachgeladen hat. Irgendwie hat das diesmal nicht funktioniert. Die anderen haben irgendwie bessere Panzer. Rechte Seite ist komplett umgedeckt. Jo, passiert. Die deckst du. Na, ich werd geschoben. Die deck ich hier. Ne? Ja. Ich schlage gerade die HE-Muni. Bisschen was drauf machen. Bling, bling. Ein Schadenspunkt. Backschutz gesichtet. Komm mit der Goldmuni nirgendwo auch nur irgendein Schaden. Ich hab niemanden bekommen, ich bin wichtig. Ah ja. Bam.